Guten Tag, lieber Fitnesstrainer, und herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Und in diesem Video zeige ich dir 5 Tipps, wie du dir die Namen deiner Kunden im Studio viel, viel einfacher und leichter merken kannst, damit du sie nicht immer vergisst und deine Kunden immer mit Namen direkt ansprechen kannst. Ja, denn wir wissen ja alle, der Name ist das wichtigste Wort im Leben eines Menschen und es macht dich 1000-mal beliebter bei deinen Kunden im Fitnessstudio, wenn du sie immer wieder mit dem Namen ansprichst. Ja, was meinst du, was es für einen Eindruck macht, wenn du deine Kunden erst nach 2 Wochen wieder siehst und du weißt immer noch den Namen und sprichst ihn immer noch mit Namen an? Ja, das erhöht auf jeden Fall wieder den Kundennutzen. Und wenn du mein letztes Video verpasst hast, wo ich dir gezeigt habe, warum man Namen überhaupt vergisst, dann schau dich es dir auf jeden Fall nochmal an und schau danach dieses Video hier weiter. Aber wir wollen direkt anfangen hier mit Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 ist, du musst dich auf jeden Fall darauf konzentrieren, dir den Namen deines Kunden zu merken. Das ist vielleicht das Schwierigste von allem, aber auf jeden Fall das Wichtigste. Denn meistens vergessen wir den Namen nicht, weil wir kein gutes Gedächtnis oder sowas haben, sondern einfach nur, wenn wir uns nicht wirklich darauf konzentrieren. Das heißt, wenn du das nächste Mal eine neue Person kennenlernst, versuch dich nicht darauf zu konzentrieren, was du die ganze Zeit sagst, versuch nicht die ganze Zeit an dich zu denken, sondern höre dem anderen zu und konzentriere dich richtig darauf, was er sagt, und dann wird es dir auch viel, viel leichter fallen, den Namen zu merken. Tipp Nummer 2 ist, versuche den Namen deines Kunden immer mal wieder während des Probetrainings zu wiederholen und ihn darauf anzusprechen. Das heißt, ich wiederhole den Namen immer wieder für mich selber im Kopf. Auch wenn der Kunde sich gerade vorgestellt hat, wiederhole ich das im Kopf nochmal und ich spreche ihn aber auch immer wieder mit dem eigenen Namen an. Das heißt jetzt nicht, dass ich alle 2 Sätze sage, hey Peter, hey Peter, hey Peter, weil das wirkt total unnatürlich und aufdringlich und bescheuert, ja. Aber ich versuche es eben mal immer wieder den Namen des Kunden zu erwähnen. Das hat jetzt 2 Vorteile, ja, einmal kannst du ihn dir besser merken und aber auch der Kunde merkt, dass du Interesse an ihm hast, dass du seinen Namen gemerkt hast und schafft ein bisschen bessere Atmosphäre. Tipp Nummer 3 ist, bilde Assoziationen. Das heißt, du musst mit dem Namen irgendetwas verbinden, damit es dir wiederum leichter fällt, dir den Namen zu merken. Kurzes Beispiel, wie du das Ganze machen kannst. Wenn du jetzt einen Mann bei dir hast beim Probetraining, der heißt Hans und der war vielleicht schon mal im Fitnessstudio, ja, kennt sich ein bisschen aus, und dann sagst du, ja, der Hans, der kann's, und so kannst du den Namen viel, viel leichter merken, weil du eben im Kopf, im Gehirn eine Verbindung zu diesem Namen mit einem anderen Wort geschaffen hast und somit fällt es dir viel, viel leichter. Tipp Nummer 4 ist, versuche eine Alliteration zu bilden. Was ist denn das schon wieder, eine Alliteration? Eine Alliteration heißt, dass 2 aufeinanderfolgende Wörter den gleichen Anfangsbuchstaben haben. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Kunden im Fitnessstudio hast, der Franz heißt, ja, und dann suchst du während des Probetrainings irgendwas, was auch mit F anfängt, ja, irgendein Wort, was er gerne macht, wenn er gerne Fußball spielt oder wenn er Feuerwehrmann ist, ja, und dann merkst du dir Franz, Feuerwehrmann, und so kannst du den Namen auch wieder leichter merken, weil du wieder im Gehirn eine Verbindung zu diesem Namen und zu einer anderen Eigenschaft geschaffen hast. Tipp Nummer 5 ist, helfe den anderen Leuten dabei, dass sie dir deinen eigenen Namen besser einprägen und merken können. Kurzes Beispiel dafür für meinen eigenen Namen, ja, ist vielleicht jetzt nicht das Beste, aber ich sag's aber mal kurz, wenn ich mich jetzt irgendwo vorstelle, könnte ich zum Beispiel sagen, hey, ich bin Tim, und dass du mich bis jetzt noch nicht kanntest, ist echt schlimm. Ja? Für deinen eigenen Namen kannst du bestimmt irgendwas Besseres finden und ich überlege mir auch nochmal ganz genau, ob ich das wirklich so beim nächsten Kunden sage, ja. Aber damit du weißt, wie du eben den anderen Leuten helfen kannst, dass sie dir deinen eigenen Namen besser merken können. Ja, wenn es nämlich jeder auf der Welt machen würde, dann könnten wir uns alle den Namen vom anderen besser merken. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Falls ja, lass mir doch bitte einen Like da und abonniere auf jeden Fall den Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Und wenn du irgendwelche Trainerkollegen hast, die sich auch schwer tun, die Namen zu merken, dann sag dir nochmal Bescheid, dass ich dieses Video hier für dich gedreht habe oder für euch, damit sie im Fitnessstudio die Namen der Kunden besser einprägen und merken können. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Karriere als Fitnesstrainer und ciao.